Willkommen bei diesem Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir besprechen hier das Fenster Minus mal Minus. Du lernst hier, wie du den Scheitelpunkt aus einer Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion ablesen kannst. Dafür sollst du wissen, dass der Scheitelpunkt der Extrempunkt einer quadratischen Funktion ist. Wir haben folgende Funktionsgleichung gegeben. F von x ist gleich x minus 1 in Klammer hoch 2 minus 4 und wir sollen herausfinden, an welcher Stelle x, der Funktionswert f von x, am kleinsten ist. Welches x wir hier also einsetzen sollen, damit dieser ganze Ausdruck möglichst klein wird. Hier hinten bei minus 4 können wir nicht viel verändern. Da steht kein x dabei, das wird für immer minus 4 bleiben. Hier vorne, bei x minus 1 in Klammer hoch 2, können wir das x jedoch so wählen, dass dieser gesamte Ausdruck möglichst klein wird. Ich schreibe es mir unten hin, x minus 1 in Klammer hoch 2. Überlege dir nun selbst, welches x diesen Ausdruck möglichst klein werden lässt. Vielleicht hilft dir beim Überlegen ein Zahlenstrahl. Vielleicht hilft es dir auch zu überlegen, warum dieses Fenster Minus mal Minus heißt. Dieses Fenster heißt deshalb Minus mal Minus, weil wir diesen Ausdruck hier quadrieren, also mit sich selbst multiplizieren. Wenn jetzt der Ausdruck in der Klammer negativ wäre, könnte der gesamte Ausdruck trotzdem nie negativ sein, sondern ist immer größer gleich 0. Wir befinden sich auf dem Zahlenstrahl, also in diesem Bereich. Und von all diesen Werten, die möglich sind, wollen wir nun den kleinstmöglichen haben, also 0. Wir setzen das Ganze also gleich 0. Wenn wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, erhalten wir x minus 1 gleich 0, umgeformt x gleich 1. Und was haben wir jetzt nochmal hier berechnet? Wir haben jenes x berechnet, bei dem dieser gesamte Ausdruck möglichst klein wird. Dann probieren wir das doch aus und setzen hier ein. F von 1 ist gleich 1 minus 1 in Klammer hoch 2 minus 4. Das ergibt 0 minus 4, also minus 4. Schauen wir es uns nochmal an, an dem minus 4 können wir nichts ändern und dieser Ausdruck kann nicht negativ werden. Es kann also nicht kleiner als minus 4 werden. Wenn dieser ganze Ausdruck aber 0 ist, dann haben wir als Ergebnis minus 4 und das ist der kleinstmögliche Wert, den diese Funktion annehmen kann. Der kleinstmögliche Wert ist ein Extremwert. Wir haben also einen Scheitelpunkt dieser quadratischen Funktion gefunden. Das heißt, wir schreiben hin s gleich 1 minus 4. Zur Übung habe ich eine weitere Funktionsgleichung vorbereitet. Pausiere das Video und berechne den Scheitelpunkt. Die Koordinaten des Scheitelpunktes lauten 2 minus 2. Danke fürs Mitmachen!